rum und in Salisbury. Parken im Berg. Freie Parkplätze, vierte Also Club. In diesem Berg befindet sich ja ein Kloster zum Beispiel, ein Parkhaus und es gibt so einen Lift hoch zur Burg. Ob wir das jetzt heute angucken, weiß ich nicht. Du hast doch einiges geplant für uns, hast du gesagt. Heute willst du uns richtig treiben. Striezen. Aber jetzt müssen wir erstmal parken. Weil wir sind alle fick gemeindet. Und dann tut der Dommer uns durch Salzburg leiten. Ich bin der Fremdenführer durch Salzburg. So, was ist der Plan hier? Wie lange willst du uns hier foltern? Jetzt erstmal die bekannte Getreidegasse. Dort ist das Geburtshaus von Mozart. Mosi. Dann ist da eine bekannte Konfesserie, wo es, glaube ich, die Mozartkugeln hergestellt werden, die Originale. Aha. Fürst heißt die, glaube ich. Dann gibt es hier noch einen Dom und ein Domquartier. Wie gesagt, es gibt diesen Fahrstuhl für hoch. Müssen wir mal gucken, ob wir das mit dem Hund überhaupt dürfen. Es gibt hier ein Kloster, müssen wir auch mal gucken. Und ja, es gibt auf jeden Fall zum Starbucks eine Tasse kaufen. Hardcock gibt es keins hier. Aber das hier ist die Stadt von The Sound of Music. Also hier gibt es auch ein paar Kulissen zu Sound of Music. Ich weiß nicht, ob meine Mutter das sehen möchte. Salzburg? Ja. Sound of Music, ja. An der Bühne, die wir singen. Mach ich doch ein bisschen filmen. Ich will immer so ein bisschen. Ort da. So, was soll ich jetzt unbedingt sehen? Diese Frau da oben, die ist nicht ganz so alt. Vielleicht sehen wir den Mann heute noch. Okay, alright. So Mosey war das, ne? Sehr unspektakulär. Das gelbe Haus hier vorne. Das Geburtshaus von Mosi. Plattebau. Ja, aber wie gesagt, wenn die dann ein paar Videoaufnahmen machen. Ne? Aber wenn die Leute Videoaufnahmen machen, oder das Fernsehen da ist, das ist mega spektakulär, aber so. So. Warte, was los? Könnte ein Wohnhaus in der Speyer Altstadt sein. Ja. Aber da kommt ein Hund. Das sind die originalen Mozartkugeln von der Konfesserie Fürst. Der Laden ist total mini, hätte ich nicht gedacht. Warte, ich nehme euch mal von außen mit. Also hier sieht man es. Ne? Original Mozartkugel. Von der Konditorei Fürst. Meiner Mutter macht einen Sinn. Okay. Wollt ihr eine probieren? Nee. Jetzt noch, Jenny. Gleich noch fressen. Das ist ein never bang sei everywhere on you. But mit euch werde ich überall bang sein. So, jetzt wo? Ja, very good. Und jetzt? Harris Lee ist
im Play-Mood, meine Mutter ist im Mecker-Mood. Hallo, junge Frau. Das kann sein. Also da ist die Konditorei Fürst, wo ich Englisch lernen wollte. So, was hast du alles ausgesucht hier? Gefüllt? Das ist eine Punschwürfel. Aha. Das weiß ich nicht mehr, wie es heißt. Und das ist eine Sacher-Schnitte. Hier ist das auch was? Eigentlich wollte ich, dass du da hinten noch dieses Baumding nimmst. Für diese Kaffeehaus geben. Wir waren 10 auf 10. Ja, wie war die Sacher-Torte? Gut. Besser wie in Wien? Wen habe ich doch die nicht Würfel. Wir hatten die Würfel, die Sacher-Würfel. Ah ja, ne. Same, oder? Ja, ne. Ich fand same. Also, der Espresso Macchiato war 10 von 10, so stabil wie ich mal hier rüber, dass man sieht, was du bewertest. Also so stabil wie in Kroatien, der Espresso Macchiato. Dann hattest du diesen Rumkugel, Rumwürfel, oder was das war? Punschwürfel. Beste. Dann die Sacher-Torte war echt lecker. Da hast du noch so ein Sacher-Tortenstück, irgendwas, was war das? Sacher-Schnitter, die war auch lecker. Eigentlich war alles lecker. Und dieses runde Ding? Ja, halt ein bisschen viel Sahne, ne? Ja, aber die Sahne war krass gut. Ja, die war schon schön. Oh, hier, wir müssen hier kurz Sahne essen. Ja. 10 von 10. Es gibt nichts zu sagen. Ach, hast du das Schild schon gezeigt mit dem Original Salzburger Hofstadt? Also hier gibt es seit 1890 von Paul Fürst die originalen Salzburger Mozart. Die haben wir nicht probiert, aber gekauft. So, weiter geht's. Die Gasse hier in Salzburg, die Getreidegasse. Weiß alle hier. Ja, also die ganzen. No, just because it's pretty. Famous ist es, weil, guck, hier oben sind diese Eisenschilder. Die Menschen hier lesen und dann waren auf diesen Schildern zum Beispiel ein Schuh für Schuhmacher. Und das haben die bis heute beibehalten. Und das ist. So, das muss man kurz festhalten. Wir waren auf der Rückseite vom Mozart-Geburtshaus. Jetzt sind wir auf der richtigen Seite mit der richtigen Fassade. Da sieht es auch schon ein bisschen anders aus. Ne? Aber trotzdem, hier ist einfach ein fucking Spa drin. Ja, so kann man sich täuschen, ne? Was sagst du dazu zu unserem Fail? Fickle-minded und Tabule Harab. Tabule Harab. Komm mal hierher. So viel. Und was hast du geholt? Strawberry Acai. Acai, okay. Und was noch? Ich konnte nicht widerstehen. Ich hätte mir gestern schon gefallen. Und zwar ist es ein Becher, wo man aber auch so einen Kaffeedeckel drauf machen kann. In so Glitzer. Ja, cool. Okay. Und eine Salzburg-Tasse, da hatte ich voll Glück. Die war nämlich versteckt. Ich habe die letzte wahrscheinlich gefunden. Und hier beim Restaurant zum Eulenspiegel haben wir das letzte Mal gegessen. Das habe ich dir warm auch gesagt. Ja. Nur eine kleine. So, eben noch Sonne, eben noch Heiterkeit und jetzt Wolkenbruch. Was los? Was los aus dir? Will ich das wieder gehen? Schon nice. Also ich weiß jetzt auch nicht mal, für was diese Stelle hier famous ist. Wäre das jetzt ein Theater mäßig? War das hier also zum Staatstheater? Keine Ahnung.
Mama? So schnell konnte ich gar nicht auf Record drücken, wie diese Bimmelbahn da hochfährt. Da kommt eine runter, jawohl, guck mal. Just right on time. So, jetzt sind wir auf dem Weg zurück in den Bunker. Quasi hoch ins Bergwerk zum Auto und dann gehen wir straight zu The Sound of Music, hast du irgendwas gesagt, ne? Ja, der Pavillon von Sound of Music. Okay, alright. So, wir gehen jetzt zum Pavillon von The Sound of Music. Ja, für die jüngere Generation, die den Film nicht kennt. Es war ein Film zu meiner Mutter ihrer Zeit. Es war ihr Lieblingsfilm. Sie hat ihn 8-mal oder so gesehen. Also zu der Zeit, wo sie geboren ist, war das schon was Besonderes, weil da gab es noch gar kein, wie soll ich sagen, Fernseher. Ja, der ist der Pavillon. Ja, und die Jane hat uns schon richtig geführt. Hier hinten, das ist schon der Pavillon. Oder ist es denn nicht? Doch. Das ist der Pavillon. Das ist der Sound of Music. Der Film ist auch, ich glaube der Film, oder? Der Film war dieser Pavillon drauf. Mhm. Okay. Weil der Maria hat da beide verliebt. Perhaps I am. 64, ein Schauplatz dafür. Genau, hier ist auch noch die Tafel dafür. Sound of Music, da ist der Pavillon. Mädchen, das verliebt hier. Nee. Ich wollte hier mal die Skyline filmen. Was für Skyline? Die bunte Skyline. Du wolltest doch solche bunten Häuser da am Fluss filmen. Das war... Ich weiß. So, und da sind wir auch schon fast. Der Bär wird. So, da wo die Leute stehen. Shield. Das ist ja schön urig, oder? Die 18. Wie 18? 18, da ist ich schon wieder ein Lucky Number. Der ist auch vom Jumbo Schreiner zertifiziert, ne? Das ja. Beste Backhändel. Du hast die Zander war das, gell? Warte, komm mal aus der Lack. Ketchup. Vielen Dank. So, wir kommen jetzt hier aus dem Bärgebiet, wo der Jumbo Schreiner selbst die beste in Österreich, Backhändel gekürt hat, genau. Also das beste Backhändel in Österreich gibt es hier und wir hatten natürlich auch das Backhändel mit einem Erdäpfel-Fuggerl-Salat. Der Salat war top, top, top. Das Backhändel war auch mega gut. Ich hätte gerne noch einen Nachtisch gegessen, aber es passt nichts mehr rein. Die Portion war riesig. Also ich habe nicht ganz gepackt. Mit der ganzen Innereien auch noch. Ja, Innereien ja, auch noch frittierte Innereien. Also, wobei es war ein halbes Backhähnchen, ne, mit der Innerei. Ja, ja. Aber war ein großes Hähnchen. Also ich 10 von 10. Heidi. Meine, naja. Welches Tantafilie hattest du? Ja, das schmeckt auch, aber ich gebe 8 auf 10. Weil das kein Geschmack von der Sander. Ja, war zu viel frittiert, ne? Ja. Das ist der Fisch war, der Salat war wunderbar, der beste Kartoffel bis jetzt. Ja. Und ich schließe mich dem Ganzen an, was das Backhändel angeht, 10 von 10. Ja, stimmt, wir hatten noch eine Portion Pommes mit bei, aber das war es dann auch schon. Also ich war mehr als zufrieden. Und was dem Jumbo schmeckt, das schmeckt auch uns alle. Jetzt geht's zurück zum Auto. Zippel zurück. So, Salzburg. Salzburger Nockerl haben wir nicht gegessen, das ist auch besser so. Weil ich hier jetzt in dem Restaurant jetzt mal auch auf Anfrage bestellen müssen. Ne?
Ja. Hätten wir jetzt gar nicht so bestellen können. Salzburg, wundervoll, wunderbar. Aber wir riechen alle wie ein frittiertes Hähnchen gerade. Also echt sehr schöne Stadt, auch wesentlich angenehmer als jetzt Innsbruck, ne? Wieso? Ich fand es jetzt vom Trafik und so. Ach so. Mhm. Angenehmer. Aber mir fehlt eh die Luft, weil ich so vollgefressen bin. Also wie viele Punkte gibst du Salzburg? Ein 10er-Schlag, safe, 10 von 10. Jetzt geradeaus. Obwohl, wie wir gelernt haben, beim Köhler perfekt gibt's nicht. Gebe ich trotzdem 10 von 10. Okay, Mama. Ich 9 von 10. Wieso 9? Weil sie sich nicht getroffen hat. Mama. Einfach 9 von 10. Nichts, keinen Grund, Jenny. Ich will nicht immer den Grund. Ich habe das Gefühl, es ist 9 von 10. Fertig. Und was fällt dir jetzt besser, Innsbruck oder Salzburg? Ja, Innsbruck. Grünstadt. Innsbruck gefällt dir besser? Ja. Und was gefällt dir besser, Wien oder Innsbruck? Na, Wien ist ja eh durchgefallen bei deiner Mutter. Ja, Wien gefällt mir nicht. What are you looking for? I'm looking for my Schlappe. Also Salzburg, also für mich, doch, ich würde schon sagen 10 von 10. Mir hat Salzburg besser gefallen als Innsbruck. Ah, wobei, das kann man nicht sagen. Es sind zwei unterschiedliche Städte, also es ist beides schön. Ich muss sagen, ich habe aber den Eindruck, dass wir in Innsbruck alles gesehen haben. Also, dass ich jetzt nicht nochmal hinfahren müsste, um was zu sehen. Aber ich glaube, in Salzburg könnte man noch mehr sehen, wenn man länger hier wäre. Finde ich jetzt. Und was mir hier besser gefallen hat, ist, hier gibt es mehr so diese Süßteile, für die Österreich bekannt ist, also so diese Punsch, Würfel. Das hast du jetzt beobachten können, das hast du wirklich jetzt so. Ja, weil ich war gestern in der Konditorei drin und da gab es auch Süßteile und wir hatten ja den Strudel. Aber in der Konditorei war jetzt nichts so ansprechend, dass ich gesagt hätte, ich bestell was. Und hier war extrem viel ansprechend. Vor allem, ich mag halt diese Punschwürfel total gerne. Und hier gibt, also wer gerne süß isst, hier gibt es richtig viel süß. Ich finde es ein bisschen schade, dass ich die Mozart-Topfen nicht essen konnte. Das sind quasi so Quarkknödel gefüllt mit einer Mozartkugel oder mit Marzipan und Nougat wahrscheinlich. Aber die gab es jetzt hier nicht und ich hätte aber auch wirklich nichts mehr essen können. Also muss man vielleicht nochmal hierher kommen. Und es gab hier natürlich noch extrem viel, auch Schnitzelhäuser, die bekannt waren und noch ein bekanntes Eiscafé, wo man verschiedene Eissorten bekommen hätte, aber also ich hätte einfach nimmer mehr essen können. Das war jetzt mehr als genug. Am besten eigentlich gleich wieder die X-Vor, aber machen wir natürlich nicht. Erst nächsten Monat wieder, wir hatten ja gerade erst eins. Ja, also ich finde, Salzburg ist definitiv eine Reise wert. Und ja, 10 von 10. Ich habe meinem Navi zugehört. Was hast du gesagt? 10 von 10. 10 von 10. So, Kids, wir sind jetzt angekommen. Eine Stunde konnte ich, circa eine Stunde konnte ich reinfahren. Wir haben schon alles ausgeladen, ausgepackt. Zwei Wäscheberge da hinten für die 3-4 Tage, wo wir unterwegs waren. Morgen erst gewaschen, ansonsten. Elektronik kümmere ich mich auch morgen früh erst rum, da wieder Ordnung zu schaffen. Und ja, wir sind am Arsch, ich bin am Arsch. Jetzt geht's ins Bettchen. Alla hopp, tschüss, ciao.